So, das Ding jetzt nur eine kleine Anleitung. Nochmal zurück. So, das dient jetzt als kleine Einleitung für das Video, was jetzt kommt. Und danach erzähle ich noch gleich was. Denn während ich in China war, bin ich so richtig auf den Geschmack von E-Scootern oder E-Rollern gekommen und habe ein bisschen schlau gemacht und habe festgestellt, dass es eine Firma gibt, oder eine Marke gibt, NIU, die jetzt auch in Europa die E-Scooter verkauft. Das ist eine chinesische Marke, aber ich würde die ansiedeln genauso wie Apple und DJI. Auf derselben Stufe von der Qualität her und vom Auftritt her und vom ganzen Konzept her. Ja. Also, den Roller, den es bei uns in Deutschland jetzt gibt und auch in der Schweiz und in Österreich, ist der New N1S. Und den habe ich heute gesehen, beziehungsweise den Vorgänger davon, den N1. Das Video kommt jetzt, könnt ihr euch anschauen, wie das Ding aussieht. Und da wird es mehr zu geben von, denn ich habe den Importeur, Europa-Importeur kontaktiert und dann, der hat mir die Adresse vom Schweizer Importeur gegeben. Und mit denen habe ich auch schon kontaktiert und jetzt warte ich auf die Antwort. Denn ich will das Ding testen und bin persönlich auch sehr daran interessiert, denn das Geile daran ist, genauso wie bei Gogoro aus Taiwan, was jetzt als Rollersharing in Berlin seit 2016 am Start ist mit 200 Rollern und dieses Jahr wohl ausgeweitet wird auf 1000 Roller, vielleicht schon ist, ist das Feature, dass man den Akku rausnehmen kann und zu Hause laden kann. Denn ich habe das immer schon gesagt, die Leute, die mich schon ein bisschen länger folgen und eventuell über Elektromobilität zugehört haben, ist, ich finde das sehr geil, ich finde das sehr cool, aber als Mieter, nicht Wohneigentum oder Wohneigentumtümer, wo ich ein eigenes Haus habe und das laden kann, ist das für den Arsch, weil man einfach nirgendwo die Dinger laden kann in einer Mietwohnung oder Mietgarage. Bei den Rollern ist es auf jeden Fall so gut, dass die Akkus in die Größe sind, die sind zwischen 5 und 10 Kilo schwer, die kann man mit nach Hause nehmen und zu Hause laden, weil man die rausnehmen kann, bei den Rollern jedenfalls. Und das ist das Geile bei New. Also den Roller zeige ich euch jetzt und dann gebe ich euch noch meine Meinung dazu und irgendwann später gibt es dann noch mehr Videos dazu. Also viel Spaß. Oh, by the way, das hier ist so, das ist ungefähr eine Stunde von Wuhan entfernt und da gibt es auch noch ein anderes Video zu, denn gestern wurde die DJI Spark introduced und da werden wir uns auch noch ein bisschen angucken. Also bis dann. Ich habe ihn gefunden, endlich bin ich froh. Da ist der New N1. Das ist das gute Stück, aber das ist noch die chinesische Version, weil der in Europa verkauft ist, N1S. Aber da kann man wenigstens mal anschauen, wie das Ding aussieht. Also die Wippe ist für die Power. Ja, 1, 2, 3 Stufe. Ganz normal Blinker, Startknopf, Hupe, Licht, Blinker. Der hat dieses optionale, wie heißt das, Rückhaltesystem für den Beifahrer. Hier haben wir die Fußrasten für den Beifahrer, können wir auch wegmachen. Der ist schon ein bisschen zerkratzt. Dann haben wir hier USB-Anschluss. Na, gehen wir an. USB-Anschluss, Haken und dann so ein kleines Staufach. Und von vorne sieht er so aus. Also ist auf jeden Fall kleiner als ich dachte. Er sieht ein bisschen größer aus auf den Bildern und in den Videos. Scheibenbremse vorne. Auch das Glas ist so ein bisschen milchig. Ich weiß nicht, ob es jetzt einfach nur dreckig ist oder nicht. Müssen wir vielleicht mal polieren. Man kann auch nicht sehen, wie viele Kilometer der gelaufen hat. Aber auf jeden Fall ist der da. Geil. Was ich auch geil finde, also ich bin vorbeigefahren gerade eben und habe gesehen, genau diese Rückform, ne? Natürlich steht new.com noch drauf, weil hier fahren die Dinger ohne Kennzeichen und ohne Versicherung, ohne gar nichts. Und ich finde dieses markante Heck halt, ne, mit dem, es hat so ein bisschen Kampfstern Galactica. Weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr das mal gesehen habt, aber es sieht auf jeden Fall geil aus. Dann haben wir hier noch die Haltegriffe für den Sozius. Sehr geil, sehr, 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 sehr geil. Also ich muss ihn auf jeden Fall mal testen. War wirklich interessant zu wissen, wie viele Kilometer der gelaufen hat. Ansonsten, was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, die Blinker sind hier integriert. Ich glaube, in Europa wird es ein bisschen anders sein, weil hier haben wir ein rotes Licht. Ich denke mal, da werden sie hier irgendwie orange haben oder sowas. Hier ist es integriert. Und vorne haben wir die Blinker hier in den Dingern. Ja, also auf jeden Fall sehr geiler Scooter. Ich bin mega interessiert, ihn zu testen und dann zu schauen, wie der sein wird. Also, wir sehen uns. Ciao. So, also jetzt habt ihr den einmal gesehen. Wie gesagt, das ist der Vorgänger, der N1. Und in China gibt es mittlerweile 3 verschiedene Modelle. Den N1 mit 4 verschiedenen Batterien.
also Kapazität und dadurch halt Reichweite. Dann gibt es den M1, das ist das kleinere Modell, wo ich im Elektroroller-Forum, wo ich auch unterwegs bin, seit kurzem, gelesen habe, dass es wohl dieses Jahr den M1 auch in Deutschland, also erstmal in Deutschland habe ich gelesen, zur Verfügung geben wird. Preis steht noch nicht fest. Und in China gibt es dann noch den U1. Der sieht so ein bisschen aus wie das Ding von Yamaha und Peugeot, dieser ganz kleine Elektroroller, der im Moment angeboten wird. Also so wirklich für den ganz urbanen Dschungel. Und wie gesagt, alle Modelle mit vier verschiedenen Reichweiten. Also den gibt es, alle drei Modelle gibt es mit vier verschiedenen Akku-Varianten. Das heißt, von bis Kilometer sozusagen. Und ja, das Ding ist hier in China, also wie gesagt, im Moment bin ich ja noch in China, sind die Preise natürlich sehr viel attraktiver. Sehr, sehr viel attraktiver. Und das ist nicht dadurch, dass es keine Garantie gibt oder sonstiges, denn es gibt hier genauso 7 Tage Rückgaberecht, 1 Monat, ein Monat Umtauschrecht, also wenn irgendwas ist, dass man einen neuen bekommt, und 1 Jahr Garantie, beziehungsweise 2 Jahre, je nachdem. Und die Preise blende ich einfach mal ein. Ich zeige euch jetzt die Modelle, die es hier in China gibt. Meine Fresse, wie ist denn das so dunkel, so hell? Also die Modelle, die es in China gibt, oder die Preise, die es von den Modellen gibt, die blende ich euch jetzt mal ein mit den verschiedenen Batteriekapazitäten. Und für den N1S, den es ja jetzt in Deutschland gibt und in der Schweiz, sind die Preise wie folgt. Also in Deutschland kostet der um die 2600, 2700 Euro neu. Das ist im Vergleich zum selben Modell, also selben Reichweite, 80 Kilometer Modell, sagen wir mal so, ist das das Dreifache. Und in der Schweiz kostet der N1S 3690 Franken, irgendwie sowas im Dreh. Das ist das Vierfache von dem, was das Ding in der Schweiz, in China kostet. Okay, man kann argumentieren, man muss Gewährleistung geben, ne? Also der Importeur gibt Gewährleistung, der wird es aber auch über den Händler dann wieder abwägen oder über die Marke New. Das heißt, wenn da irgendwas ist, der wird auch nach China schicken, das Ding. Transport, gut. Haut ihr so einen Ladungroller in Container, passen ungefähr, würde ich mal sagen, 30 rein, mindestens. Das heißt, Pi mal Daumen, ungefähr 50 Euro kostet der Versand. Wenn ich jetzt selber einen Container schicken würde. So, also 50 Euro ungefähr pro Stück in einem Container. Weil wir haben aus Dubai unser Auto und Boxen, was ich was, shippen lassen. Und es war privat versandt. Und es hat uns ungefähr 6.000 Euro gekostet. Also das Auto drin und so weiter und so weiter. Na, nur mal so als Anhalt. Und so einen riesen Container, so einen großen, ich weiß nicht, wie lang das Ding ist, 12 Foot oder sowas, keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Da passen locker 30 Euro rein. Versicherung. Klack, es wird nicht so viel sein. Dann Marketing. Gut, das macht auch New als Firma. Die wird da die Sachen übersetzen. Das wird da jetzt nicht der deutsche Händler oder der Importeur die Sachen übersetzen und eine Webseite hier auf Deutsch an den Start bringen. Gewährleistung. Wie gesagt, da kann es natürlich geben, aber dass die Preise dann gleich mal ja, 3 oder 4 mal so viel sind, muss meiner Meinung nach nicht sein. Im Endeffekt, wer verdient denn daran? Das wird der Importeur höchstwahrscheinlich sein und nicht der Hersteller. Weil der Hersteller, der wird die Preise, die es in China gibt, die wird er nochmal reduzieren. Ja, also der große Gewinn wird beim Importeur landen. Ja, und das ist mit allem so, das finde ich ein bisschen schade. Na, im Endeffekt, wenn das Produkt wirklich geil ist und ich finde den Roller, der sieht wirklich klasse aus, oder alle Modelle sehen klasse aus, vor allem der M1 finde ich cool, dann würde ich mir wünschen, dass der Hersteller mehr bekommt und nicht einfach der das nach Europa bringt. Also ihr könnt da unten zuschreiben, was ihr denn darüber denkt. Ich werde den Roller auf jeden Fall testen, ich finde ihn auf jeden Fall sehr geil. Und wenn mir das Konzept gefällt und das Geld irgendwie da sein sollte, dann kann ich mir echt gut vorstellen, dass ich mir auch so einen Elektroroller kaufe. Den gibt es halt nur als 45 km/h-Version. Das ist der einzige Nachteil. Zum Beispiel zur Arbeit könnte ich damit nicht fahren, denn ich muss über die Autobahn fahren. Dafür habe ich auch noch den X-Mark 250. Aber eventuell wird dann, ja, nach 1-2 Jahren, werden E-Roller dann auch mit größeren
Batterien ausgestattet oder besseren Akkus, was auch mehr Reichweite und auch mehr Geschwindigkeit bedeutet. Ja? Also müssen wir mal sehen. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es jetzt einen neuen Hersteller gibt. Ich würde mir wünschen, dass Gogoro auch die Dinger privat verkauft, aus Taiwan der Hersteller, nicht nur in dem Roller-Sharing Funktionen gibt und dass wirklich mehr und mehr Hersteller auf diesen Elektro-Dings aufspringen, denn mit Rollern finde ich das Konzept mega geil, vor allem wenn man die Akkus rausnehmen kann. Ja, einzige Problem, was ich bisher noch gesehen habe bei den Dingern, ist, also jetzt so ein neuer N1S in China kostet 500 Euro ungefähr, oder 570 Euro glaube ich, in der Variante, ja, Einstiegsvariante. Neuer Akku kostet ungefähr 80% vom ganzen Roller. Und das ist für den Arsch eigentlich, weil am liebsten wird man zwei oder drei von diesen Akkus haben, mindestens zwei, damit man den einen austauschen kann, den anderen laden kann und dann fahren kann. Aber gut, da werden wir uns später noch mit beschäftigen, denn ich denke mal, das ist nicht das letzte Mal, dass ich darüber gesprochen habe. Und subscribe, liken, teilen, support ist kein Mord, kauft die Sachen unten in der Description oder sonst irgendwas auf Amazon und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Thank you.